halben Stunde besser in der Partie. Iago zwingt Andreas Lute zu einer Glanzparade. Trauner prüft Lute und da zeigt er uns, wie gut er es kann, der Keeper von Union. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Nochmal Freistoß, nochmals Jaron Cherry. Und Frederik Renault beweist, dass er zu Recht das Tor von Union Berlin hütet am heutigen Abend. Spielminute, ein Kopfball von Paulinho und wieder ist es Andreas Lute mit einer starken Parade. Aber die erste Möglichkeit, die konnte Andreas Lute erst einmal entschärfen. Klasse Parade des Keepers bei diesem Flugkopfball. Eingabe und dann Alessandro Schöpf und die Weltklasse-Parade von Andy Lute. Erst in der Wiederholung ist zu sehen, dass der Ball noch leicht, aber entscheidend abgefälscht wurde von Grischa Prömel. Umso besser die Parade des eisernen Schlussmanns.